Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Ann-Kathrins Darm-TV. Hier in diesem TV-Format erfährst du allerlei Wissenswertes rund um das Thema Reizdarm und lernst meine ganz spezielle Arbeitsweise kennen, nämlich zum einen naturwissenschaftlich, aber auch spirituell. Mein Name ist Ann-Kathrin Kossendey-Koch und ich bin Apothekerin, Mentalcoach und Stoffwechselexpertin. Und als spirituelle Apothekerin, als die spirituelle Apothekerin, begleite ich Reizdarmpatienten auf ihrem Weg zu körperlicher und seelischer Gesundheit. Normalerweise ist es hier in diesem Format ja gerne auch so, dass ich Interviewpartner habe, deswegen auch Inner Talk. Aber ich werde das immer abwechselnd machen. Also zum einen werdet ihr hier ganz viel Input kriegen von Experten rund um die Themen Darm, aber eben auch Spiritualität, um mentales Wachstum, um seelische Gesundheit. Und ich werde auch immer Videos machen, wo ihr mich hier alleine habt, einfach um euch einfach Impulse geben zu können, um euch zu zeigen, warum ich auf gewisse Dinge Wert lege, was mir wichtig ist im Zusammenhang mit Reizdarmsyndrom, dass ihr einfach wisst, wie ich arbeite, was ich mache und was einfach für euch und euren Reizdarm wichtig ist. Und ich möchte es hier nochmal ganz kurz zeigen, nur weil ich heute keine Interviewpartnerin oder Partner habe, heißt das nicht, dass es hier weniger informativ ist heute. In dieser Folge geht es jetzt darum, um die Darm-Leber-Achse. Was hat die Leber mit dem Darm zu tun? Wie eng arbeiten die beiden miteinander? Und warum ist es mir wirklich sehr, sehr wichtig, bei meinen Klienten immer darauf zu achten, auch ob die Leber wirklich gut arbeitet und warum es mir auch wichtig ist, eine Entgiftung tatsächlich immer in die Behandlung auch mit einzuschließen. Die Leber und der Darm arbeiten in dem Sinne sehr eng miteinander zusammen, dass es ja diesen, den du vielleicht schon mal gehört hast, enterohepatischen Kreislauf gibt. Das heißt, das ist so ein kleiner Kreislauf, wo eben Stoffe, die aus der Leber in den Darm gegeben werden. Zum Beispiel haben wir ja da die Gallensäuren, die werden in der Leber gebaut und werden dann in der Gallenblase gespeichert, um, wenn eben eine fettreiche Nahrung im Darm an einer bestimmten Stelle ankommt, auch ausgeschüttet werden, um die Verdauung der Fette tatsächlich zu erleichtern und überhaupt zu ermöglichen. Jetzt ist es so, dass am unteren Teil des Dünndarms diese Gallensäuren tatsächlich auch wieder aufgenommen werden vom Körper, damit und dann auch der Leber natürlich wieder zugeführt werden, damit der Körper nicht immer wieder neue Gallensäuren bauen muss quasi. Und das ist dieser sogenannte enterohepatische Kreislauf. Dann ist es so, dass über die Pfortader natürlich auch das Blut immer erstmal in die Leber kommt. Da werden natürlich viele Umbaumechanismen auch durchgeführt. Also es gibt Medikamente, ja, die nutzen diesen sogenannten First-Pass-Effekt sogar, dass in der Leber wirklich ein Metabolit gebaut wird, der dann erst die wirkliche Wirkform des Arzneistoffs ist. Und jetzt ist es so, dass normalerweise die Leber mit all diesen Stoffen, die da so kommen, mit dem Fortaderblut gut umgehen kann. Da kommen zum Teil auch bakterielle Bestandteile im Blut an, aber in einer überschaubaren Menge. Wir haben sonst noch Botenstoffe, wir haben Nährstoffe, natürlich auch Dinge, die wir durch die Ernährung vielleicht aufgenommen haben, die nicht wirklich sinnvoll für uns sind, die abgebaut werden müssen, die entgiftet werden müssen. Die Leber ist ja unser Entgiftungsorgan Nummer 1 auch. Und jetzt ist es so, ist mein Darm geschädigt? Und jetzt ist es so, dass man bei Reizdarmpatienten wirklich davon ausgehen kann, das sagt meine Erfahrung und auch ich habe auch mit vielen anderen darüber gesprochen, es ist tatsächlich so, dass bei sehr, sehr vielen Reizdarmpatienten ein sogenanntes Leaky Gut vorliegt. Also sprich, dass die Darmwand einfach durchlässiger ist. Und wenn das der Fall ist, dann treten überdurchschnittlich viel bakterielle Bestandteile, sogenannte
Endotoxine oder auch DNA-bakterielle in das Blut über, gelangen von dort in die Leber und die Leber schafft es nicht, das alles abzubauen. Wenn jetzt meine Leber sowieso schon überlastet ist, vielleicht auch durch andere Dinge, weil ich vielleicht meiner Leber sehr viel zumute über Zusatzstoffe, über Alkohol, über Nikotin, über andere Medikamente noch, über Genussgifte noch, dann ist es so, dass natürlich immer weniger Kapazität dafür da ist, wirklich jetzt auch diese bakteriellen Bestandteile ordnungsgemäß abzubauen. Das heißt, die bleiben im Kreislauf, lösen dadurch eine Immunreaktion aus, weil natürlich das Immunsystem zu Recht sagt, Moment, was ist denn hier los? Hier sind irgendwelche Bestandteile, die hier definitiv nicht hingehören. Und das löst Entzündungsreaktionen aus. Und zwar leider nicht nur in der Leber, was schon schlimm genug ist, ja, sondern wenn das, sag ich mal, ungehemmt weitergehen kann, das Ganze, dann können auch andere Organe betroffen sein. Und im Endeffekt leidet die Leber da extrem drunter, weil es zum einen zur Fettleber führen kann, das kann zur Leberzirrhose führen und wirklich zu irreversiblen Leberschäden. Von daher ist es unglaublich wichtig, wenn ich mich um meinen Reizdarm kümmere, auch immer die Leber mit im Auge zu behalten und zu schauen, wie geht's der Leber, wie sind die Leberwerte, wie fühle ich mich? Ja, weil Blutwerte sind auch, ja, sag ich mal, nicht immer ganz aussagekräftig, weil unser Stoffwechsel in der Lage ist, sehr, sehr viel zu kompensieren. Und ich kenne Menschen, die haben gute Leberwerte, sagen aber trotzdem, ich fühle mich irgendwie schlapp, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich nicht richtig gut. Und deswegen ist es da auch immer wichtig, so ein bisschen auf das eigene Empfinden, auf die eigenen Symptome, auf die eigenen Beschwerden zu schauen und das wirklich nicht außer Acht zu lassen. Was kannst du jetzt tun, um deine Leber da zu entlasten, um sie zu stärken und um gleichzeitig natürlich auch dafür zu sorgen, dass sich da nicht irgendwelche Entzündungen bei dir im Körper ausbreiten? Das Mittel Nummer eins, um die Leber zu unterstützen, zu entgiften und zu stärken, ist Mariendistel. Das ist eine uralte Heilpflanze, aber so stark in der Wirkung und so super. Ich bin ein absoluter Mariendistel-Fan. Und Mariendistel ist sogar als Antidot zugelassen bei einer Knollenblätterpilzvergiftung, die ja definitiv dadurch tödlich wirkt, dass die Leberzellen zerstört werden. Und Mariendistel ist in der Lage, die Leberzellen zu schützen, zu regenerieren und die Neubildung von Leberzellen anzuregen. Das ist sensationell, ist das. Und ich habe mit Mariendistel so super gute Erfahrungen bei Klienten schon gehabt. Ich nicht nur bei Menschen, auch sogar bei unserem Hund, der also extremste Leberwerte hatte, habe ich es wirklich geschafft, mit Mariendistel ihn wieder in einen wirklich guten Bereich zu bringen. So, dass er auch in der Lage war, operiert zu werden. Also das stand alles auf Messerschneide und mit Mariendistel haben wir das echt hingekriegt. Also Mariendistel ist da ganz hervorragend. Was jetzt für Reizdarmpatienten eine ganz, ganz tolle Lösung ist, in Kombination mit der Mariendistel, ist Zeolit. Ja, das ist Vulkanerde. Vulkanerde ist sehr, sehr aufnahmefähig und schafft es im Darm, wenn ich also eine Darmwand habe, muss man sich ja vorstellen, die löchrig ist, wo wirklich große Löcher drin sind, die ich also in irgendeiner Form, wo Stoffe durchgehen, die normalerweise durch diese Darmwandbarriere nicht gehen würden. Zeolit hat die Eigenschaft, im Darm dann wirklich diese Stoffe, die sonst durchgehen würden durch die Darmwand, was eben nicht gut ist für uns, diese Stoffe zu binden. Da wird Histamin gebildet, da werden Schwermetalle gebunden, werden Schadstoffe gebunden, ja, so dass deine Leber nicht belastet wird, das ist das eine, aber eben auch dein Immunsystem sich wieder beruhigen kann. Ja, und das ist für mich immer grundsätzlich sehr, sehr wichtig, wenn jemand ein Leaky Gut hat, dass man als allererstes wirklich dieses System entlastet, ja, indem man im Grunde genommen die Darmwand, die in dem Moment noch löchrig ist, während man schon parallel eben dafür sorgt, dass die Darmwand wieder sich mehr schließt, da gibt es auch Möglichkeiten, da sprechen wir auch sicherlich nochmal drüber in einigen Folgen, aber dadurch, dass ich parallel schon das Zeolit gebe,
kann ich vom ersten Tag an dafür sorgen, dass die Systeme sich wirklich erholen können. Und das ist eine ganz, ganz wertvolle, richtig gute, sehr wirksame Kombi. Wichtig ist beim Zeolit, dass du wirklich darauf achtest, dass es eine aktivierte Vulkanerde ist, die auch als Medizinprodukt zugelassen ist, damit das wirklich was Vernünftiges ist. Weil mein Credo ist immer, wenn du was von außen in den Körper eingibst als Nahrungsergänzung, als zusätzliches Mittel, dann möchte ich auch höchste Qualität. Gerade wenn ich das mache, wenn ich Reizdarmpatient bin und mein System, mein Darm ist sowieso schon durcheinander, meine Leber vielleicht überlastet, dann will ich nichts geben, wo irgendwelche Zusatzstoffe drin sind, was irgendwie nur mindere Qualität hat und was im Endeffekt vielleicht einen größeren Schaden als Nutzen anrichtet. Und deswegen achtet da bitte drauf. Das ist mir ganz, ganz wichtig. So, und dann ist es auch noch wichtig, dass du das wirklich über eine längere Zeit machst. Das nützt also nichts, wenn du das mal eben so eine Woche machst oder 14 Tage. So eine Entgiftung, gerade wenn du Reizdarmpatient bist, wenn deine Leber eventuell sogar schon Beschwerden zeigt, ja, und da ist es ganz wichtig, die Leber, das muss man vielleicht wissen, die Leber meldet sich ganz lange nicht. Die Leber ist sehr, ja, im Endeffekt sehr leidensfähig. Erst wenn du bei 30% Funktion nur noch angekommen bist bei deiner Leber, merkst du Symptome. Ja, also da siehst du, was die Leber kompensieren kann. Das ist gigantisch. Und man sagt immer so, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Also in den ersten Stadien, wenn du merkst, dass die Leber nicht mehr so richtig will oder überlastet ist, merkst du das häufig an Müdigkeit. Es kann ein Juckreiz kommen auf der Haut, der vielleicht nicht so nachvollziehbar ist. Das ist natürlich recht unspezifisch, ich weiß, ja. Das ist so ein bisschen schwierig zu greifen. Und dann gibt es noch was, wenn du Schlafstörungen hast und nachts zwischen 1 und 3 aufwachst, sehr, sehr regelmäßig, fast jede Nacht, dann ist das ein Zeichen dafür, auch dass deine Leber überlastet ist. Ja, das ist Organuhr nach der traditionellen chinesischen Medizin. Und das ist wirklich sehr, sehr zuverlässig. Da ist nämlich so, nachts läuft dein Stoffwechsel ja auf Hochtouren und die Leber arbeitet auch auf Hochtouren. Und wenn du da wach bist oder wach wirst, ist das ein sehr deutlicher Hinweis, dass deine Leber einfach überlastet ist. Und wenn das eben der Fall sein sollte, dann macht es wirklich Sinn, so eine Entgiftung 3 Monate, vielleicht sogar 6 Monate zu machen, um wirklich mal die Leber vollkommen zu entlasten. Die Vulkanerde, das Zeolit musst du nicht unbedingt zwingend ein halbes Jahr nehmen, da reichen wirklich mal 3 Monate am Stück. Aber die Mariendistel kann durchaus angezeigt werden, je nachdem, wie deine Beschwerden sind, dass du es tatsächlich auch mal bis zu einem halben Jahr nimmst. Und viele, die ich kenne, die Reizdarmpatienten sind, die eventuell ihren Reizdarm auch mittlerweile gut im Griff haben, die wirklich körperlich wieder gesund sind, nutzen die Kraft der Mariendistel 1 bis 2 Mal im Jahr als Kur. Da reichen dann tatsächlich 4 bis 6 Wochen. Einfach um vorzubeugen, dass es gar nicht mehr zu einer Überlastung kommen kann. Ja, und ich nehme mal an, also da bin ich mir ganz sicher, dass da noch sehr viel mehr Informationen kommen werden, was so die Leber-Darm-Achse angeht, weil die Mikrobiomforschung ist ja jetzt erst auch wirklich noch so, kann man durchaus sagen, am Beginn dessen, was da sicherlich noch irgendwann rausgefunden werden wird. Und ich denke, dieser Zusammenhang zwischen Leber und Darm, da steckt noch ganz viel mehr drin. Ja, aber für dich ist es als Reizdarmpatient tatsächlich sehr, sehr wichtig zu wissen, Mensch, ich sollte meine Leber tatsächlich auch mal mit betrachten. Ja, ich freue mich, wenn ich dir mit dieser Folge einen wirklich vielleicht guten Impuls geben kann, einfach nochmal über den Tellerrand des Darms nochmal hinauszuschauen. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Du kannst dich freuen auf ein tolles Interview wieder. Alles Liebe, bleib gesund, bis ganz bald, deine Ann-Kathrin.